In diesem Video geht es um das Netzteil bzw. wie man die Kabel richtig mit den PC-Komponenten verbindet. Schauen wir uns doch vorher aber die drei Typen der Netzteile an. Da gibt es einmal das vollmodulare Netzteil, dann das teilmodulare Netzteil, da ist zum Beispiel der Mainboard-Anschluss direkt mit dem Netzteil verbunden, und das nichtmodulare Netzteil, wo alle Kabel fest mit dem Netzteil verbunden sind. Der Unterschied der drei Netzteiltypen liegt klar im Kabelmanagement. Bei einem vollmodularen Netzteil müsst ihr nicht alle Kabel im Gehäuse unterbringen und könnt die Kabel, die ihr nicht verwenden wollt, getrost im Karton lassen. Wir nutzen hier ein vollmodulares Netzteil zur Vorführung. Hier geht es ja um die Kabel bzw. verschiedenen Steckertypen und wo diese am PC hingehören. Starten wir mit dem ersten Stecker, das ist der Mainboard-Stecker oder auch Power-ATX-Stecker. Dieser hat 24 Pins, am Mainboard meist aufgeteilt auf 20 plus 4. Dieser Stecker versorgt euer Mainboard mit Strom, das würde sogar reichen, um einen BIOS-Flash durchzuführen. Achtet beim Anstecken bitte darauf, dass die Halteklammer auch richtig in die Nase am Mainboard eingerastet ist. Somit stellt ihr sicher, dass der Stecker auch richtig sitzt. Als nächstes kommen wir zu dem 8-Pin-CPU-Stecker. Dieser versorgt euren Prozessor auf dem Mainboard mit Strom. Jedes Mainboard besitzt mindestens einen 8-Pin-Anschluss, doch es gibt auch Mainboards mit 2x8-Pin oder 8+4-Pin-Anschlüssen, weswegen die meisten CPU-Stecker auch teilbar sind auf 2x4-Pin. Auch hier gilt, den Stecker so weit hineindrücken, bis die Halteklammer an der Nase einrastet. Man kann Mainboards bzw. CPUs mit einem 8-Fach-Stecker betreiben, obwohl mehrere Stecker möglich sind. Ich empfehle auf jeden Fall, alle Steckplätze zu besetzen. Arbeitet bei Netzteilen bitte nicht mit Y-Stücken oder Splittern. Am besten ihr führt jedem Steckplatz ein einzelnes Kabel zu. Als nächstes schauen wir uns die PCI-Express-Kabel an. Diese gibt es in 6-Pin, 8-Pin und 6+2-Pin. Meist werden diese für die Grafikkarte genutzt. Je nachdem, welchen Anschluss eure Grafikkarte hat, ob 6 oder 8-Pin, müsst ihr den Stecker teilen oder komplett verwenden. Je nach Hersteller befördert der PCI-Express-Anschluss zwischen 150 und 75 Watt. Achtet also bitte darauf, wenn eure Grafikkarte etwas mehr verbrauchen sollte, dass ihr nicht alles auf einen Kabel legt, vorausgesetzt die Grafikkarte hat mehrere Anschlüsse, so wie wir das hier sehen. Ich würde also auch hier jeden Anschluss einzeln vom Netzteil aus belegen. Nur zum Vorführen nutze ich hier ein Splitter bzw. Y-Kabel. Hier gilt natürlich ebenso, die Stecker bis zum Anschlag hineinschieben und darauf achten, dass die Arretierung eingerastet ist. Jetzt noch das Kaltgerätekabel anschließen und in die Steckdose stecken. Darauf achten, dass euer Netzteil auch eingeschalten ist. Und schon könntet ihr euren PC starten. Doch meist sind noch ein paar mehr Kabel mit im Lieferumfang und die schauen wir uns jetzt an. Das wären dann die SATA- und Molex-Anschlüsse. Diese werden meist verwendet, um Festplatten anzuschließen, allgemein externe Speichermedien. Grundsätzlich ist SATA eine Datenübertragungsschnittstelle. In unserem Beispiel hier schließen wir einen Controller an, welcher RGB-Lüfter steuern soll. SATA-Kabel werden Kontakt auf Kontakt ineinander geschoben. Eine kleine Nase verhindert dabei, dass man die verkehrt herum zusammenstecken kann. Und zu guter Letzt noch das Molex-Kabel. Auch hier können Laufwerke angeschlossen werden, aber eine sehr beliebte Funktionsweise ist die Stromverbindung für deine Gehäuselüfter. Die letzten beiden Anschlüsse werden nicht mehr ganz so oft verwendet, sind aber immer mit im Lieferumfang dabei. Bei einem vollmodularen Netzteil könnt ihr diese getrost im Karton lassen, bei einem nichtmodularen Netzteil müsst ihr diese mit im Gehäuse verstecken. Als letztes sei noch der neue PCI Express 5.0 Stecker erwähnt. Dieser kann bis zu 600 Watt übertragen. Dieses 12-Pin Steckerformat findet meist bei Nvidia Grafikkarten der 4000er Generation Zuspruch und kann notfalls Richtung Netzteil adaptiert werden auf 2, 3 oder 4 PCI Express Steckplätze. Jetzt heißt es, die Kabel verstecken, Klappe zu und den Rechner anwerfen. Wir sind hier die wichtigsten Stecker der Netzteile durchgegangen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konnte euch vielleicht hier und da etwas weiterhelfen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.